Helfen Sie uns zu verstehen. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie werden sie nicht verstehen. Wir überraschen Sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns aber nicht gegenseitig vernichten. Die Schlacht um Runoff widerlegt ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir werden warten. Shepard. Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard. Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander, die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora? Hat diese Einheit eine Seele? Oh nein. Nein, dass das jetzt ausgerechnet jetzt passieren muss. Oh. Und dabei bin ich eben erst aufgestanden. Das gibt's doch nicht. Ich nehme nie wieder nach dem Aufstehen Mass Effect auf. Das gibt's doch nicht. Hat diese Einheit eine Seele? Also, übersetzt gesagt, Geth überleben und helfen uns. Quarianer überleben und helfen uns. Nein, ich muss... Das wird mir Tali nie verzeihen. Tut mir leid, Legion. Ich mag dich wirklich. Wirklich. Aber nein. Nein, ich kann die quarianische Flotte nicht aufs Spiel setzen. Nicht zur Rettung der Geth. Shepard! Sie versuchen zu fliehen. Dranbleiben! Mit diesen Upgrades könnte unsere Flotte die Erde zurückerobern. Wir könnten bei dem Tidal behilflich sein. Bitte, das ist nicht gerecht. Jetzt werde ich ein zweites Mal gefragt. Ich weiß, ich werde das bereuen, wenn ich Code hochladen mache, ne? Aber es hat wahrscheinlich auch seinen Grund, dass die zweimal fragen. Ach Mann. Tut mir leid, Legion. Es tut mir leid. Nein, wir werden nicht zulassen, dass Sie über unser Schicksal entscheiden. Code wird hochgeladen. Legion. Talisora. Hat diese Einheit eine... Ja. Ja, die hat sie. Ich glaube, ich habe mich falsch entschieden, oder?
Was für ein Gemetzel. Wir beginnen sofort mit der Reparatur unserer Flotte, Commander. Wir können außerdem Techniker anbieten, die bei dem Tigel mithelfen. Danke, Admirals. Ich denke, Tali würde sich auch gerne verabschieden. Besichtigung für ein Zweithaus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich dachte, Sie wären glücklich. Immerhin können Sie jetzt endlich... Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen. Sind Sie sicher? Ich dachte, Erfolg braucht Sie. Und? Normalerweise wäre das was Besonderes für Sie. Ich habe meinen Vater für mein Volk aufgegeben. Ich habe meine Freiheit für den Posten eines Admirals geopfert, den ich gar nicht wollte. Sie gebe ich nicht auf. Tali. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich weiß nicht, ob wir die Reaper besiegen können. Aber was auch geschieht, ich möchte bei Ihnen sein. Oh, Schmeichlerin. Das sagen Sie doch jedem, der Ihnen eine Heimatwelt schenkt. Nur den Hübschen. Ich würde es verstehen, wenn Sie bleiben müssten. Ich weiß, aber meine Leute feiern. Für Sie ist das alles ein perfekter Sieg. Und wir mussten dafür lediglich einen Verbündeten ermorden. Einen Freund. Es musste sein. Ich weiß, aber ich gehöre nicht hierher. Trotzdem ist es wunderschön, nicht? Ja, das ist es. Naja, es ist eine Wüste. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Hartes Ziel. Commander Shepard, wie ich höre, haben Sie das Problem mit den Geth geklärt. Ja, Ratsherrin. Die Quarianer haben bereits Hilfsaktionen in die Wege geleitet und ihre Techs helfen beim Bau des Tigels. Ausgezeichnet. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Übrigens, ich habe Informationen von meiner Regierung, die aber für einen ungesicherten Kanal zu heikel sind. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Ja, das wäre optimal, Commander. Ich erwarte Sie dann in Ratsherr Udinas Büro. Alle Wege führen zur Citadel. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Hätte ich jetzt zuerst die andere Mission nehmen müssen? Weil irgendwie fehlt da jetzt diese eine Mission. Hätte ich nicht direkt die Reaper-Basis stürmen sollen? Weil irgendwie kommt mir das gerade so ein bisschen suspekt vor. Erstmal General Hackett. Commander, beschäftigt Sie etwas? Nee. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. Hieß es nicht gerade, der wollte mit uns reden? Wie schaut's denn aus mit dem Tigel? Minimum, wir sind schon fast richtig gut dabei. Bereitschaftswertung 50%. Ja, das hat nochmal ordentlich geknallt. Ich guck mal, dass wir jetzt vielleicht noch eine Waffe aufbessern. Hin und wieder mal was Neues testen, ne? Okay. Gibt's sonst noch was? Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen.
Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Also wenn sie Explosionen haben möchte, empfehle ich Command & Conquer. Was war das? Wo muss ich hin? Shuttlebucht? Williams? Haben die jetzt einen Ehestreit hier unten? Was gibt's? Brauchen Sie was? Wir reden später weiter. Natürlich. Was war denn hier los? Bin ich jetzt falsch abgebogen? Williams? Heißt er nicht James? Naja. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir kommen gleich nochmal hier in Maschinendeck. Vielleicht hier, weil Tali wieder da ist? Ich weiß ja nicht, was ich von diesem kleinen Mac-Hund halten soll, der durch das Schiff springt. Sophie, ich finde sie so. Hallo? Unmöglich. Nein, stimmt wohl doch. Hey, Tali, wie geht's? Oh, ich hab sie nicht gehört. Ich hab gerade Nachrichten von der von Runner bekommen. Früher habe ich jede neu gefundene Technologie an die Flotte geschickt. Das sollte ich jetzt wohl mit landwirtschaftlichen Proben machen. Ich weiß gar nichts über Feldanbau. Wie macht sich Ihr Volk? Wir kontrollieren die planetare Verteidigung und errichten Anlagen zur Lebensmittelherstellung. Geth-Tech ähnelt der unseren so sehr, dass wir genügend Material für Reparaturen haben. Bald sind wir wieder einsatzbereit. Es tut mir leid, dass es notwendig ist. Ich wünschte, wir hätten Zeit für einen richtigen Wiederaufbau. Aber ich brauche die Flotte. Wir sind jahrhundertelang weggelaufen. Die Quarianer sind bereit zum Kampf. Sie haben mir meine Welt zurückgegeben. Ich tue alles, um ihnen die ihre zurückzugeben. Tali. Nichts steht mehr zwischen uns. Was die Galaxie auch vorhat. Ich bin an ihrer Seite. Ich habe ihnen übrigens etwas in ihre Kabine gelegt. Sehen Sie sich's mal an. Das klingt doch gut. Was in meine Kabine? Jetzt müssen wir irgendwie mal gucken. Ein Williams? Ich weiß es nicht. Da wahrscheinlich nicht. Hm. Reden wir mal mit dem. Hallo? Commander? Wie kommen Sie zurecht, Jarvik? Ein Teil der Crew sucht meine Freundschaft, aber deshalb bin ich nicht hier. Außerdem muss ich mir die Hände waschen. In diesem Schiff gibt es überall Rückstände. Was für welche? Ich habe mich umgesehen. Die früheren Crewmitglieder haben Spuren hinterlassen. Zum Beispiel eine Menschenfrau mit unnatürlicher genetischer Struktur, wie künstlich hergestellt. Klingt nach Miranda. Und ein Drell. Er war sehr krank. Thane. Und der Kroganer, der früher hier gewohnt hat. Er durchlief eine Metamorphose. Seine Erinnerungen waren wirr, nicht organisch. Er war unsicher und aufgewühlt. Ich begreife das immer noch nicht, dieses Herauslesen von Informationen. Für mein Volk war es so natürlich wie Atmen. Die Evolution ist schon erstaunlich. Unsere Wissenschaftler hielten sie für die einzig bedeutsame Kraft in der Galaxie. Sie nannten sie den kosmischen Imperativ. Die Starken gediehen, die Schwachen gingen unter. Die Regierungen ihres Zyklus scheinen zu wollen, dass möglichst alle überleben. Das kosmische Imperativ. War dieser Imperativ nur eine wissenschaftliche Meinung oder basiert er auf uns unbekannten Beweisen? Das Universum lieferte die Beweise. Man musste sich nur umsehen. Und erkannte dann was genau? Artensterben ist das Gesetz des Kosmos. Die natürliche Ordnung der Dinge. Die schwächsten Spezies gehen unter.